starten. Gut, dann herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des heutigen Twitch-Abends. Fackel. Ganz wichtig, Fackel, die brauchen wir hier hundertprozentig. Und ich hoffe, wir werden das hier überleben. Gespeichert haben wir ja, brav. Ja. Nochmal automatisch gespeichert. Das ist irgendwie so unheimlich hier, ne? Das sind Särge. Und da grummelt schon wieder irgendwas in der Dunkelheit. Eine einfache Truhe. Schauen wir mal, was drin ist. Ein paar Goldmünzen, dann Telekinese und ein Knochen ist drin. Sehr gut. Auf den können wir rumkauen, wenn wir sonst nichts mehr haben. Ja. Was haben wir da unten noch? Ist hier noch irgendwas? Sarkophag. Ja, ich hab's befürchtet, dass da noch etwas Leben tut. Macht aber nichts, dann kriegen wir schon klein. Ja, ja. Komm nur her. Batsch. Boah, das lief gut. Batsch. Ja. Nicht nachlassen. Und einmal geht's noch. Oh. So, aha. Jawohl, jetzt haben wir dir das zurückgezahlt. Ja. Schau, schön. Nicht mal einen Kratzer bekommen, dass sowas auch gibt. Hier ist auch so einer. Nein, das können wir normal aufmachen. Uah, da stinkt's drin. Wir haben eine Hornmuschel bekommen. Ein mittlerer magische Heilungsschriftrollendings und Dämonenklinge. Zweihandschwert-Dämonenklinge? Man munkelt, dass diese Waffe die Seelen seiner Opfer frisst. Klingenschaden 66, man braucht 66 Stärke. Boah. Die haben wir natürlich nicht. Hätten wir aber schon haben können, stimmt. Aber, naja. Wow, Dämonenklinge. Mhm. Schön, da haben wir quasi einen Schatz gefunden, wenn man so möchte. Vielleicht werden wir die später mal verwenden, wenn wir kein Schild mehr brauchen. Vielleicht, eventuell. Aber, oh je, es sind Ghule da. Es sind Ghule da. Meine Befürchtung hat sich bewahrheitet, es sind Ghule da. Wenn es jetzt nur einer ist, können wir es vielleicht probieren. Na, es sind zwei. Es sind natürlich zwei. Ja. Ja. Drei. Ja. Schön blocken. Ja. Da bist du hässlich. Ja. Ja, schön. Schön, wir haben ihn besiegt. Ich freue mich. Was hat der? Krallen. Ah, ja. Schön. Schön. Ich bin gerade entzückt. Aber der... Wow, da kommt er schon. Ich wollte gerade sagen, der frisst dann irgendwas und bemerkt uns nicht, aber das war nicht richtig. Ja, ja. Ja, ja, sicher. Noch was? Oh, du Mistviech. Zweimal getroffen, das ist sehr gut. Ah, sind die hässlich. Na komm nur her. Jawohl. Auf die Gosch. Ja, ja. Du kannst schon draufhauen, wie du... Mit der Magie. Ich hasse es, wenn du Magie einsetzt. Ja. Stirb bitte. Gott sei Dank. Der ist abgenippelt. Sofort einen Trank nachschütten. Ich sag nur hui. Das ist speicherungswürdig, auf jeden Fall. Schön, ich bin gerade ein bisschen erleichtert, dass wir die jetzt geschafft haben. Geben 130 Punkte und Anführungszeichen nur. Nochmal eine Kralle. Oje, Tanilo. Eine Karte. Eine alte Münze. Ich glaube nicht, dass ich damit was bezahlen kann. Ein Teller und eine Fackel. Auweia, der hat's nicht erbackt.
Schauen wir mal, was da drinnen steht in dieser Nachricht. Oder ist es. Nein, Nachricht ist es nicht, das ist nur eine Karte, ne? Kann uns die. Wo ist sie denn? Kahnfestung, Banditenlager, Hafenstadt, Insel. Hä? Wo sind die jetzt hin? Steinplatte. Liste? Bellschwur? Altes Schriftstück? Schriftstück. Keine Karte? Also nicht für uns, ist da wahrscheinlich ein Questgegenstand. Karte, doch hier. Was? Aha, da ist dann Sackgasse, immer zurück und hier lang. Ah, hier geht's raus wahrscheinlich, ne? Oder da? Oder dort? Oder hier? Oder da? Aha. Okay. Oje, 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 Mini. Ja, sicher ist die Fackel jetzt alle. Natürlich ist die Fackel alle. Das ist nix. Bah, jetzt habe ich mich gerade erschreckt. Ich dachte, da wäre schon wieder so ein ekelhafter Ghoul. Aber der Sarkophag ist auch nicht sonderlich einladend. Uah, da stickt's. Wir haben alte Büste. Diese Büste habe ich im Osttempel gefunden. Richtig, die brauchen wir noch. Eine Nautilus-Verwandlung, ein paar Pfeile und wieder einen Knüppel aus dem Sack. Gut. Diese Büsten brauchen wir. Die werden uns den weiteren Weg offenbaren. Der arme Danilo. Aha, da geht's weiter. Oder geht's da zurück? Na, da geht's, glaube ich, weiter. Ich speichere wieder mal. Ja, bah, zum Glück haben wir dieses Amulett noch bekommen, dass wir weniger Eisschaden erleiden. Natürlich sind da Ghule. Einer bitte nur. Ghul, komm her. Ja. Dreimal getroffen, sehr gut. Du Mistviech. Nochmal dreimal getroffen. Du Sauviech. Alter, du Mistviech. Los, hau ihn zusammen. Schlag ihn. Jetzt nimmt er wieder die Eisattacke. Ist das jetzt normal? Komm, das ist echt gemein. Mistviech. Ich klatsche ihn trotzdem weg. Der kommt ins Jenseits. Und wenn es das Letzte ist, was ich heute tue. Sind wir da richtig? Ja, passt schon. Jetzt war ich kurz orientierungslos. Ich muss den schneller umbringen. Liegt da noch jemand? Wo ist denn jetzt hin? War da nicht ein Ghoul? Wo ist denn der jetzt hin, bitte? Der ist weg. Ich höre ihn. Da hinten ist er. Mami, hilf. Wenn er casten will, muss ich unbedingt schauen, dass wir ihn vorher schon down kriegen. Jawohl. Das lief gut. So, schnell was trinken. Ich verbrauche jetzt leider unsere gesamten Tränke. Aber wir kriegen bestimmt bald wieder neue. Hoffentlich. Na, hat's hingehauen? Super. Da liegt der nächste. Nein, da liegt gar niemand. Das waren Pilze, einfach nur ganz normale Pilze. Das hat so komisch ausgeschaut. Was ist das? Ein Hebel. Ich will den Hebel nicht betätigen. Bei allem, was mir heilig ist, ich will den nicht betätigen. Was haben wir da? Steinplatte. Okay. Und eine Beere. Diese Beere wird uns garantiert das Leben retten. Bitte kein Ghoul, bitte kein Ghoul, bitte kein...
Tu das Ding wieder weg. Was? Wer bist denn du? Warte mal, ich hol meine Fackel. Da ist ja echt wer. Sag bloß. Servus, der Ulf. Ich glaube, ich bin. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Hast du zufällig so eine Kristallscheibe? Ich könnte eine brauchen. du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt. Ach so? Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Mhm. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du willst Schatzsuche. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Bitte, sehr gerne. Zeig mir, wie man schürft. Zeig mir, wie man schürft. Das Geld haben wir sicher, 5 Lernpunkte haben wir auch. Zeige Bitte. Mir, wie man schürft. Zunächst einmal musst du erkennen, wo überhaupt Erz zu holen ist. Es bringt ja nichts, wenn du auf die nächstbeste Felswand einschlägst und da gibt es gar nichts. Wie erkenne ich ein Erzvorkommen? Das Gestein glitzert und die Gesteinsstruktur ist anders. Häufig gibt es Erzblasen, die wie Pickel an einer Felswand hängen. Nimm die Hacke in beide Hände und schlage geradezu. Das ist ganz wichtig. Die Spitze muss gerade auf das Vorkommen treffen, sonst zersplittert das Gestein und es ist wertlos. Aha. Jetzt bist du natürlich noch lange nicht so gut wie ich. Na klar. Aber mit ein bisschen Übung steht dir nun eine große Zukunft als Schatzsucher offen. Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du hast mir schon geholfen, mein Freund. Oh. Du hast dieses dämliche Gitter wieder geöffnet. Ich war mit Danilo hier in den Grabkammern dieses Tempels unterwegs, als uns plötzlich diese Biester überraschten. Hm. Ich bin wie ein Verrückter hier runtergeflohen und hab mich versteckt. Dummerweise habe ich dabei irgendeinen Mechanismus in Gang gesetzt, der dieses Scheißgitter hinter mir schloss. Aber dank dir komme ich hier wenigstens wieder lebend raus. Ja. Wie war das noch gleich? Bester Schatzsucher der Welt? Bester Schatzsucher der Welt, ja? Du kannst ja noch nicht mal auf dich selbst aufpassen. Boah, das ja, war hart. Ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich habe mir den Job hier ganz anders vorgestellt. Wer hätte mit einer solchen Gegenwehr von Viechern gerechnet? Normalerweise findet man in solchen Ruinen höchstens mal ein paar Ratten. Doch in diesem Bau hier wimmelt es ja geradezu vor Viechern und Gefahren. Großartig. Was hast du bisher gefunden? Nicht viel. Nur diese Büste hier. Sie scheint aus Gold oder einem ähnlichen Material zu sein. Gib her. Gib mir die Büste. Das Ding scheint dich ja sehr zu interessieren. Immer was? Diese Händler, ne? Nun, wenn das so ist, dann 500 Goldmünzen. Du willst mich wohl verarschen, was? Erst rette ich dir das Leben und jetzt willst du mir noch den hier gefundenen Krempel verkaufen. Was soll ich da noch sagen, ohne dass du mir gleich den Kopf abreißt? Keine Ahnung, wie wär's mit Danke, dass du mir geholfen hast. Und hier ist deine Belohnung. Ja, schon gut. Hier hast du das Ding. Danke. Wer von euch ist eigentlich der Älteste? Das ist zu riskant. Ist klar. Perfekt. Großartig. Wir haben jetzt beide Büsten, die brauchen wir jetzt nämlich gleich. Ach, ich will gar nicht unbedingt ins Innere, also weiter rein. Aber da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Auf jeden Fall Erz. Erz. Gibt's hier Erze? Zufällig schon? Erz. Halt, hier? Nein, nicht noch. Da? War hier eins versteckt? Nein. Jetzt können wir... Oder doch? Nein, das ist eine Wurzel. Das ist eine Wurzel. Da ist auch nichts. Passt. Da war ich schon. Ich depp. Entschuldigung. So. Hüpf. Da drüben ist ja auch nichts. Dann hier oben weiter. Hui, das war jetzt echt abenteuerlich. Das kann man gar nicht anders formulieren. So, da war auch nichts. Nein. Finsteres Loch, echt wahr.
Haben wir hier irgendwo? Irgendwo war aber was. Ich weiß es. Es war hier irgendwo was. Da. Obsidian-Ablagerung. Sehr gut. Ja, sicher. Mach mal die Fackel aus. Das hat sich gelohnt. Geht's eigentlich nochmal? Na, einmal. 5 Obsidian haben wir bekommen. Das ist nicht schlecht. Obsidian. Haben wir sonst hier dabei? Ist nichts, ne? Da drüben, da kommen dann die. Da müssen irgendwo die Büsten dann hin. Glaube ich. Auf jeden Fall bei dir mal vielleicht Bericht erstatten. Also, Depp, so. Dein Bruder Ulf geht's gut. Deinem Bruder Ulf geht's gut. Sehr gut. Und ich hatte schon gedacht, es sei zu spät. Gut gemacht. Wenn wir hier erstmal wieder raus sind, werde ich dich für deine Mühe belohnen. Gut. Hey, kennst du einen guten Witz? Na, das hilft nichts, das hatten wir schon. Ulf ist auch nichts Neues. Passt. Dann würde ich sagen, Duda. Ja, schlechte Nachricht, ne? Tanilo ist tot. Er hat's überstanden. Er sieht die Radieschen jetzt von unten an. Ist Ghoulfutter. Was noch? Ach, übrigens, ich fand ihn drüben in einer Höhle. Danilo ist tot. Ich fand ihn drüben in einer der Höhlen. Dieser verdammte Idiot. Was machen wir denn jetzt? Nach Hause gehen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Echt? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich will wissen, was hier unten in dem Tempel vor sich geht. Wenn du unbedingt den Helden spielen willst, bitte. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber du bringst mich sicher nicht dazu, dir zu folgen. Ja, ja, schon gut. Hab auch nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Dann bleib wenigstens hier und sichere den Rückzug. Gute Idee, Mann. Ich bleib einfach hier. Das schaffen wir? Ist das so vorgesehen? Können wir das echt schaffen? Ich habe zum Beispiel vergessen, schon einmal, wo diese Büsten überhaupt hingehören. Ich glaube, die hätten hier irgendwo hingemusst. Ah, da. Boah, ich speichere das jetzt mal. Das ist mir gerade nicht geheuer. Ganz und gar nicht geheuer. Goldbröckchen. Was, wir haben da noch einen Goldbeutel? Na, großartig. Ah, da. Alte Büste. Eine reicht und die Fackel schon im Arsch. Ich bin mir da gerade. Aha. Großartig. Kerzenständer brauchen wir nicht. Da die alte Büste. Aha, ist das. Eine dritte wird benötigt. Aha, kann ich dann quasi. Kann ich die dann quasi mitnehmen, oder wie? Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Da gibt es eine dritte? Das habe ich nicht gewusst. Wie, was ist das? Nautilus-Verwandlung. Aha. Gibt es da hier ein Loch, oder wie, dass ich hier durch kann? Um die Büste zu holen, oder wie? Wenn schon eine Verzauberung genau hier liegt, dann heißt das immer was. Man durchs Gitter durch? Ich müsste es mal probieren, ne? Probieren wir es halt mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch probieren will. Ich weiß nicht, da krummelt schon wieder so schier. Sei nicht feige! Wo bist du denn? Licht, Dings, da. Gutsch, 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 gutsch. Na, da komme ich nicht durch. Ich dachte nur, ist dann hier vielleicht doch irgendwo ein Löchlein? Wo so eine kleine Nautilus wie ich durch kann? Na. Nicht so recht, ne? Jetzt muss ich das erst finden? Einen ganzen, also einen Zauber jetzt verschwendet für das? Wirklich? Ich meine, ich bin ja nicht so fett, da komme ich ja durch. Wie gemein. Das war dann wieder falsch. Ich lade das aber. Ich will nämlich auf keinen Fall diese Verzauberung verlieren. Die sind eigentlich immer in der Regel sehr nützlich. Ich will nichts verschwenden. Nein, nichts verschwenden. Das gibt's ja nicht.
sowas. Könnte aber auch viel später sein. Aber wenn ich das jetzt schon durchschauen kann, mir anschauen kann, muss es doch auch eine Möglichkeit geben, dies zu tun. Hier unten vielleicht? Dass ich da irgendwie durch kann? Na, oder? Ist ja auch ein Blödsinn. Ah, ich habe schon eine Idee. Da hinten war doch so ein Spalt, ne? Der hier. Ob der sich was bringt? Na, oder? Das hat auch nur so ausgeschaut, aber ich weiß. Ich bilde mir ein, es gab tatsächlich irgendwo einen Zugang dafür. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wo das war. Meine grauen Gehirnzellen, ne? War das dann vielleicht wirklich hier? Ich glaube es zwar gerade nicht, aber probieren wir es halt nochmal. Zur Not lade ich halt wieder. Gutsch, 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 gutsch. Da ist halt alles dunkel. Nö, das war Fail. Ich schaue es mir trotzdem mal an. Vielleicht kann ich mich wirklich da irgendwo durch. Nö. Geht da überhaupt nirgendwo was? Nö. Da auch nicht, ne, oder was? Oder? Nö. Nein. Nö. Da bin ich verkehrt. Das war dann bestimmt ein anderer Raum, dass man dorthin kam. So muss das dann sein. Dann lade ich noch einmal. So. Oder ich bin einfach wieder mal nur blind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist schon komisch. Sollte aber eigentlich schon funktionieren. Wenn hier schon so eine Schriftrolle ist, verstehst? Weil eine dritte haben wir doch nicht, oder? Ich wollte es nochmal probieren, ob es gehen würde. Wenn man vielleicht irgendwas Schweres hätte. Dass man so... Na, ich glaube, nee, das haut sicher nicht hin. Nee, nee, so geht das nicht. Das ist jetzt gerade echt blöd. Wir können vielleicht... Ja, da es jetzt eventuell... Da es hier so weitergeht. Du hast nichts für uns. Du hast nichts für uns. Ich wollte nur noch mal überprüfen. Würde ich meinen... Ich meine, da könnte ich mir noch vorstellen, dass da was geht, aber... Habe ich es da schon versucht? Ich werde es hier aber trotzdem mal speichern. Speichern? So? Na, so. Da wird es auch nicht gehen, schätze ich mal, ne? Ich weiß nur, manchmal musste man von anderen Räumen, aber das kommt, glaube ich, später, von anderen Räumlichkeiten ging es dann. Na, das hat auch nur besser ausgeschaut, dass es in Wirklichkeit ist. Na, passt schon. Dann gehe ich mal zurück zum Eingang. Vielleicht hat der noch was für uns. Ansonsten könnten wir nochmal den Weg zurückhatschen. Und hoffen, dass man da irgendwie einen Weg findet. Ich könnte aber auch mal die Karte benutzen. Das wäre auch eine Idee, ne? Benutzt doch mal die Karte, Mädel. Wo ist sie denn? Da. Wie ist das bitte schön gedacht? Da soll ja auch. Von da sind wir jetzt gekommen, ne? Von da, da geht's eigentlich wieder raus. Da geht's raus, ne? Und da waren wir doch eigentlich auch drinnen. Oder? Falsch. So. Ja, das ist die hier.
gibt es eben noch eine. Ja, wie gesagt, den einen Weg, da können wir nicht gehen, weil es geht ja nichts weiter. Da. Dann bleibt ja nur mehr wirklich der Weg. Ich gehe mal raus. Ich gehe mal raus, erstatte Bericht, was passiert ist und so. Und vielleicht finde ich den Weg für die kleine Nautilus an. Da ist er mal auf jeden Fall nicht. Nicht. Oder vielleicht hat sogar er oben eine Büste. Oder ich lasse mich in die Fallgrube werfen. Also fallen. Hallo. Danilo ist tot. Danilo ist tot. Scheiße. Ich hab's geahnt. Lass uns alles einsammeln, was wir bisher haben, und dann ganz schnell verschwinden. Du bleibst hier erstmal auf deinem Posten. Ich hab noch nicht bekommen, weswegen ich hier bin. Na gut. Aber beeil dich damit. Mir wird's hier langsam zu heiß. Ja, ja. Ich hab noch nicht bekommen, weshalb ich hier bin. Ja, das freut mich. Oh, Obsidian. Das nehmen wir gleich mit, wenn wir schon mal hier sind. Ja, hau nur feste drauf. Und dann werde ich mich vielleicht in diese... Das hat sich gelohnt. ...in diese Falltür werfen lassen. Ich speichere hier oben trotzdem nochmal. Das war gerade super. Fortsetzen. Na los. Was haben wir da? Ja, ich glaube, das war gar nicht mal so dämlich. Da, schau. Ich glaube, da kommt man mit der Nautilus her, oder nicht, oder doch, aber nein. Ach, hier wäre es gegangen, oder wie? Da kommt man auch durch. Ich glaube, bei so einem Gitter. Bei dem da. Ach, du Heilige. Oh, da sitzt ja jemand. Hey, hallo, Bart, Simpson, wie geht's dir? Was machst du hier so allein? Was machst du hier so alleine? Ach, ich bin ein Idiot. Ich hab die Wand da oben wie ein Wahnsinniger mit meiner Spitzhacke bearbeitet. Ich bin dann dabei ausgerutscht und durch diese dämliche Falltür im Boden gefallen. Seitdem sitze ich hier und warte darauf, dass mich jemand findet und mir wieder hier raushilft. Das machen wir sehr gerne. Ich werde einen Ausgang finden. Warum gehst du nicht einfach selbst und suchst nach dem Ausgang? Nö, das ist ja gemein. Wir machen das schon. Ich werde einen Ausgang finden. Ja. Tja, wirst du wohl müssen. Denn wenn nicht, bist du mit mir hier gefangen. Hm. Ich kann mir was Besseres vorstellen. Freundlich. Aha, okay. Wir können ihm das trotzdem fragen. Warum gehst du nicht selbst und suchst nach einem Ausgang? Warum gehst du nicht selbst und suchst nach einem Ausgang? Ich bin Schatzsucher, kein Kämpfer. Als ich mich dem eingestürzten Gang da drüben näherte, hörte ich so seltsame Geräusche. Also nur wenn ich weiß, dass der Weg nach draußen führt, werde ich mich bewegen. Ja, ja, schon gut. War ja wieder typisch. So, übersehen habe ich hier nichts. Was bist du? Bist du nicht irgendwie so eine... So ein Moos? Konnte man das nicht... Na. Nein, passt schon. Das ist nur so. Ja, das ist alles so herrlich. Aha. Ja, ja, das ist sicher wieder so ein ghoulenverseuchtes Höllenloch. Aber es pfeift der Wind, das heißt, es muss zu einem Ausgang führen. Oh Gottchen. Oh ja. Na, bitte zück deine Waffe. Alter, du Mistviech. Ja. Natürlich geht die Fackel aus. Alter, du Saufviech. Wenn der jetzt Magie einsetzt, bin ich wieder tot. Habe ich gespeichert? Ich weiß. Ah, braucht gar keine Magie. Geht so auch. Geht auch so. Der ist wieder richtig böse, dieses Viech. Richtig, richtig böse. Na warte, wir kriegen die schon noch klein. Freu dich drauf, du Mistviech. Wir schaffen das schon. Horuk. So, nochmal. Komm her, Drecksghoul. Hallo. Kackghoul, komm her. Immer geht diese Scheißfackel aus. Oh, Eis. Eis, zweimal? Du wagst es? Dreimal Eis? Hey, das ist ja unfair.
Wieso hat der jetzt dreimal... Warum darf der das? Das finde ich jetzt gar nicht schick. Das finde ich jetzt gar nicht schick, ehrlich nicht. Das heißt, so, Schutz vor Eis. Schutz vor Eis mal 5 haben wir da. Noch irgendwas mit Schutz vor Eis. Maximale Lebensenergie wäre nicht schlecht. Die tun wir weg, das tue ich rein. Es müsste passen. Waffen haben wir nur diese zwei Hände. Hoffen wir das Beste. Speichern, natürlich. Ich werde sicher wieder sterben. Gar keine Frage. Komm daher, du ekelhafter Scheißkuhl. Alter, du Saufviech. Alter, du Mistviech. Wie ich da Tränke eigentlich nehmen sollte, ne? Stirb doch! Na, das ist echt... Das macht doch keinen Schaden, dieses blöde... Dieser blöde Heini da, echt. Gekommen, das lief doch gar nicht so schlecht. Irgendwie bringt der Schutz vor Eis gar nichts. Habe ich das Gefühl. So, nochmal. Immer wieder, wieder. Mach mal den Ghoul kaputt. Was? Wo bekommst du jetzt her? Ich helfe dir. Ja, wenn du helfen würdest. Ja. Du Sauviech. 4-mal getroffen. Au, ja, ja. Trink mal was. Ja, du bist ein Profi. Hey, das ist unfair. Wieso kann der so gut mit Eis und so? Ich kann mich da gar nicht verteidigen. Eis ist kacke. Da bin ich schon am Überlegen. Ja, hier steht er da, ne? Ich helfe dir. Auf einmal hilft er, hast du gehört? Ja, wenn jetzt Eis einsetzt, bin ich erledigt. Gott sei Dank. Das war knapp. Sofort einen Trank reinhauen. Oh mein Gottchen. Na, da wird's einem anders. Da wird's einem glatt anders. Das Mistviech, elendiges. Da haben wir eine Schatztruhe. Ich probiere. Ja, natürlich ist falsch. Der Dietrich ist hin. Ja, wieder mal. Mal ja. Von vorn. Ich hab's nur mal probieren wollen. Ach. Jetzt habe ich wieder verkehrt gemacht, ich Depp. Jetzt aber. Ein Pokal, Nautilus-Verwandlung, ein kleiner Malertrank und 170 Goldmünzen. Sehr fein. Sehr fein. Ich muss wieder speichern. Alter Schwede, diese Ghule sind schwer. Bist du gescheit. Das Heilkraut nehme ich gerne mit. Da werden wir hier gleich... Normales müsste es gehen. Aha, da geht's weiter. Na, großartig. Warte mal kurz, dann müssen wir noch da hinten schauen. Ja. Eine Steinplatte haben wir da wieder und einen Mana-Pilz. Super, das war's auch schon. Meine Nase juckt. So. Gibt es hier ein Schaltilein? Ja. So. Der hat nicht zufällig was zum Heilen für uns mit, ne? Frag jemand anderen. Ja, ja. Tja, eine gute Antwort drauf, ne? Auf meine Frage. Frag jemand anderen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne irgendwas essen. Es dauert ewig, bis wir das verjausnet haben. Aber nachdem es hier so viele Ghule gibt, muss ich das kurz mal in Kauf nehmen. Die Zeit, die wir hier verbrauchen. So, weg damit. Essen, essen, essen.
Mal so ein köstlicher Salat ist ja auch nicht schlecht. Ja. Und zwischendurch auch gesund. So, jetzt tue ich wieder speichern. Nein, hier hin. Okay. Okay. Irgendwie kein Ghoul. Nix. Fertig? Echt? Da ist nix. Mhm. Okay, perfekt. Sehr gut. Wunderbar. Aha, okay. Ja, ist okay, ja. Ja, das passt. Das ist ja noch immer ein guter Preis. Ja, dankeschön. Super. Ja, super. Gott sei Dank. Mhm. Ja? Okay, wunderbar. Super. Wunderprächtig. Okay, super. Danke vielmals. Danke sehr. Wunderbar. Dankeschön. Jo, mein Auto ist wieder ganz. Also es, so fehlt ja nichts, aber die Batterie war im Eimer. Und jetzt geht's wieder. Supi. Was wollte ich denn jetzt? Ach so, ja, hier die Winde betätigen. Dann geht's weiter rein. Ich will gar nicht da rein. Finde den Ausgang. Ach so. Im Sumpf. Ach du Heilige. Ja, schön. Haben wir das auch schon geschafft. Trotzdem will ich nochmal, dahin. Nochmal speichern tun. Vielleicht diese Rotwürmchen hier noch ein bisschen besiegen, dass da... Ja, sind nur Rotwürmchen. Hast du geheißen, ne? Ja, Rotwurm. Krottwurm. Au, ihr blöden Viecher. So. Au. Ja, ist schon gut. Ich hole mir dafür eure Zähnchen, dann kannst du niemanden mehr beißen. Ja. Wow. Sehr gut, komm da her. Au. Ich sehe da gerade was. Ist das wieder Obsidian? Au. Mistviech, du Dreckigs. So, aus ist mit dir. Sehr gut. Die geben mir gar nicht so schlecht Fleisch. Aber das Obsidian. Das Obsidian. Das nehme ich gerne mit. Na los. Ein kleiner Anti-Magie-Kristall. Sachen gibt's. Kleiner Anti-Magie-Kristall. Denn einen Rotwurm da drüben machen wir noch schnell platt. Schnell, auf die Schnelle. Vollgas. Wo ist er denn hin? War da nicht einer? Doch da. Da ist er ja. Hallo, du Krottwurm. Ja, ist der Krott. Nein, Rot. Alter. Zack, zack. Au. Ich wollte schon wieder zu viel. Ja, komm da her. Ich will ja nichts weiter pullen. So, ja. Alter. Wenn er mich fressen will, da. Dabei bin ich eh so zäh. Der scheint mächtig Hunger zu haben. Schön und fein. Und schön und fein. Und schön und fein. Dann gehen wir mal den Part Simpson holen, ne? Ruck. La 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 ram di dam di dam. Es ist schon wieder finster hier. So, schon besser. Viel besser. Du, Part, wo bist denn da? Die Luft ist rein. Wie er da aufsteht, flottigst. Der Weg nach draußen ist offen. Der Weg nach draußen ist offen. Ich danke dir. Ich hoffe, dass mir so ein Mist nie wieder passiert. Hier, nimm dies als Dank für deine Hilfe. Diese Büste habe ich hier unten gefunden. Sie ist aus einem goldähnlichen Material und hat am Sockel einige markante Einkerbungen. Sieht so aus, als wäre sie Teil eines Mechanismus. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Ich für meinen Teil mache heute erstmal Schluss.
Ich gehe zum Haupteingang der Ruine. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Jo, gern. Aber du könntest doch laufen, du müsstest nicht gehen. Super, die dritte Büste, die brauchen wir jetzt eh. Dann können wir das ganze Elend hier noch ein bisschen weiter erforschen und ergründen. Vielleicht haben wir ja so ein Glück und wir finden diese Kristallscheibe an. Also eine von vier möglichen noch. Die fünfte hat ja Don Esteban höchstpersönlich. Ja, persönlich höchst hat er die. Jetzt gehe ich nur, weil bis der da draußen ist, gehe ich nur schnell schauen, ob sie vielleicht noch irgendwo... Boah, ist schon wieder dunkel, ne? Ob sie irgendwo was zum Bergbauen geben die tut. Also so Erze und so. Schaut dabei nicht aus. Pat, wo bist du? Da kommt er. Da kommt er. Da geht er. So, ne, Kumpel? Ja. Und, wie geht's dir so? Blub, 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 blub. Der Sumpf, ne? Blub, 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 blub. Als hätte er Blähungen. Ja. Du kannst auch laufen. Ich bin sicher, du kannst laufen. Probier's mal. Der will nicht. Er will nicht. Nein, nein. Boah, was war das denn gerade für ein Haken? So ein Haken schlagen. Blub, 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 blub. Ah, und da sind wir schon wieder. Sehr fein. Wir werden ihn trotzdem noch ein bisschen begleiten. Aber normalerweise müsst hier... Was? Eine Minze. Normalerweise müsste es hier jetzt das sicher sein. Wir gehen jedenfalls wieder dahin zurück. Alle hopp, alle hopp, alle hopp. Dann können wir gleich versuchen, den Tempel hier fertig zu machen. Hoffen wir halt, dass es funktioniert. So. Alle hopp. Können wir gleich Bericht erstatten. Du... Hey, wo kommst du denn jetzt auf einmal wieder her? Ich habe einen zweiten Ausgang gefunden. Was denn? Da unten in dem Loch? Das ist ja ein Ding. Was ist mit dem Schatzsucher? Ja, auch den habe ich gefunden. Na sowas. Du hast es echt drauf. Freilich. Du hast eine Belohnung? Nö. Natürlich nicht. Vielleicht eher unten. Jedenfalls sind die Brüderleins wieder vereint. So, da noch runter und dann probieren wir die Büste Nummer 3, hoppala, zu aktivieren. Hallo. Du machst das schon. Ah, alle hopp. Du da. Was? Nix? Du? Auch nix? Wie gemein ist denn das bitte? Euer Bruder ist da draußen. Die geben mir nicht einmal was. Frechheit ist das. Bodenlose Frechheit. Was? Da ackerst du für die und das ist die Belohnung? Nix. Das ist das, was du bekommst. Nix. Gar nichts. Ich speichere trotzdem mal und hau die Büste da drauf. Schaut aber gerade nicht besonders gesund aus, oder? Da ist eine Falle. Da ist eine Falle. Mit Stacheln und so. Was haben wir da? Grünblatt. Ja, das wird mir das Leben jetzt retten. Ach, herrje. Muss ich da jetzt schon diese... Da gibt es ja so Sprintzauber und so weiter, ne? Aber ich hatte immer gehofft, dass es da einen Schalter gibt, dass man die ausschalten kann, die Fallen. Aber ich glaube, da muss man... Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall einen Schritt weiter und ich bin des Todes. Das heißt, speichern. Wieder mal speichern. Fortsetzen. Jetzt ist die Frage, ob man hier mit der Nautilus weiter kann. Ob es hier so kleine Schlitzeleien gibt. Ich glaube wirklich, da tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, wirklich. So, dann tun wir uns eben in eine süße kleine Nautilus verwandeln. Ja. Gutsch, 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 gutsch. Ja, gutsch, gutsch, gutsch.
Gutsch, gutsch, gutsch. Gutsch, gutsch. Gutsch. Ist hier ein böser Ghoul? Den will ich nicht haben. Gutsch, gutsch, gutsch. Schaut sicher aus eigentlich, so komisch es sich auch anhören tut. Drei Särge haben wir da. Schluck. Aber es schaut so gesehen doch recht sicher aus. Ich werde mich mal zurückverwandeln. Alles gut. Da ist niemand. Alles gut. Passt. Dann tun wir speichern. Ganz fix. Ja. Und fortsetzen. Und dann tun wir auch gleich hier reinduschen. Eine Fackel wäre auch fein, ne? Wir haben fast keine mehr. Natürlich. Komm nachher, Skeletti. Komm her, Topmodel. Bam. Ja. Bam. Ja. Ja. Wow, das geht gut. Das geht erstaunlich gut. Dann bringen wir den nächsten. Aha, das ist zum Normal öffnen. Puh, ah, da stinkt es wieder. Oh. Ein Kerzenleuchter haben wir da. Levitation und kleiner Heiltrank. Ja, schön wieder zumachen. Genau, für bessere Luft. Und du? Aha, das können wir auch aufmachen. Uff. So, eine Perle. Levitation wieder und einen Mana-Trank. Wieso kein Heiltrank? Wie gemein ist das denn bitte? So, Fackel, komm zu mir. Das können wir wieder speichern. Ich bin so übervorsichtig. Diese Ghule machen mich wahnsinnig. Ich mag diese Ghule nicht. Da geht's runter. Da geht's rüber. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so gesund ist. Wohin? Oben oder unten? Ich hab's vergessen. Wen wundert's? Ich nehme den hier. So. Fröhliches Sterben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was haben wir da? Ein Pokal, eine Perle und ein paar Bolzen. Das war erstaunlich richtig. Wo geht's hier lang? Mein Herz, ne? Ich bin ganz voll angespannt. Oh je. Na. Das ist meine Hassstelle, glaube ich. Die ist übel. Damals, als ich hier war, das letzte Mal, im privaten Spielstand und so, bin ich hier fast nicht mehr raufgekommen, weil es hier einen Bug gibt oder gab. Oh je, Mini. Aber wir müssen hier runter. Bilde ich mir ein. Boah, ey. Komm, runter. Wir müssen leider hier runter. Eine Steinplatte. Oh je, Madonna. Oh je, Madonna. Du musst speichern. Ja, nein, ich bin nicht übernervös. Um Gottes Willen, nein. Nein, nein, wie kommt sie denn darauf? Ein alter Kleiderschrank. Levitation, kleiner Mana-Trank und sogar ein paar Goldmünzen sind drinnen. Ein Steinbettchen. Da dürften dann offensichtlich diese Erbauer hier gelebt haben. Vielleicht sind es ja auch die Ghule.
die hier mal gelebt haben. Boah, ey. Skelett sehe ich da drüben. Viele Skelette. Ich glaube, dann sind es wohl eher die Skelette, die das hier mal als lebende Wesen gebaut haben. Hallo? Kommst du her? Boah, ich dachte, es geht mir eins an, ne? Tatsächlich. Tatsächlich. Zück deine Waffe, Held. Da ist er. Tja, ja. Batsch. Nix da. Alter, der blockt. Ja. Jawohl. Tja. Jawohl. Zack. Kommt noch jemand? Wer hat noch nicht? Ja, sicher kommt noch einer. Ja. Ich höre sie an der Musik. Ja. Ja. Oh. Puh. Komm nur. Ja. Aha. Batsch. Komm nur her. Du Mistkerl. Ja. Jawohl, schön umgehauen. Gut, das war's auch schon wieder. Die Fackel ist schon wieder kaputt. Das ist echt übel. Das wäre ich schon bald. Ich werde, glaube ich, einen Lichtzauber verwenden müssen. Da vorne ist normal auch noch ein Skelettchen. Warte kurz. Ich werde zuerst den Lichtzauber verwenden. Da müsste es doch sowas geben, normal. Ganz recht. Gut. Naja, okay. Es gibt nicht schlecht Licht. Ist, glaube ich, verschmerzbar. Falsch. Ist zwar nicht so gut wie die Fackel, aber ich muss ein bisschen Fackel sparen. Zur Not geht's. So, da haben wir was. Eine Beere. Was? War da gerade was? Nö, oder? Ist hier irgendwas? Boah, ey. Nur ein Sarg, aber den kann man nicht auf... Oder doch, kann man aufmachen? Ja. Gut, man kann ihn aufmachen. Was haben wir da drin? Stachel und ein Knüppel aus dem Sack. Das war jetzt sehr lukrativ. Aber keine Erze an der Wand, oder? Nein. Da ist dann nichts mehr. Gut, können wir zurücklaufen. Sehr lukrativ. Kann man echt nichts anderes dazu sagen. Puh. Ja, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Das gebe ich gerne zu. Ich glaube, da oben ist jetzt ein Skelett oder ein Ghoul. Wir werden es gleich herausfinden. Auf jeden Fall... Ah, das könnte so ein... Im schlimmsten Fall ist es nämlich ein Magier, ein Echsenpriester. Ach, ich bin zu... Ja, ja. Die sind eigentlich für später gedacht. Huch. Boah, ich habe ihn erwischt. Er mich allerdings auch. Ja, ja. Die sind für sehr viel später gedacht, eigentlich. Mit, ja, ich weiß schon. Mhm. Mit ein bisschen... Oh! Du Mistfink. Alter, Alter, der schlägt zu. Ich muss mich da kurz mal verstecken gehen. Ich wollte nur was trinken, Nicht zu viel übertreiben. Ganz geschmeidig, ganz geschmeidig. Sonst überstehe ich das nicht. Alter, ich wollte doch... Der ist heftig. Der ist ganz heftig. Jetzt bleibe ich stecken auch noch. Jetzt bin ich tot. Ja, ist klar. Bleibe ich stecken und das sauft nicht. Du musst doch schon trinken, Freund. Jetzt bin ich im Überlegen...
Der Zweihänder wird sich da auch nichts bringen, fürchte ich. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Ist das da oben so ein Zipfelklatscher? Nein, ich drücke mal verkehrt da. Ich muss auf jeden Fall noch den Trank hier rausholen und unbedingt noch was essen. So, das essen wir weg. Und das Brot essen wir auch weg. Boah, das knurrt, ne? Und das ist so finster hier. Na, das ist echt übel. Wirklich, ich schwöre. Der ist richtig übel. Normal sollten wir den ohne Hilfe gar nicht erst bekämpfen. Zumindest erst später, viel, viel später. Ching! Habe ich ihn erwischt? Ja! Ich kann es halt einmal sagen. Ob ich ihn erwischt habe. Aber da muss ich mir echt Zeit lassen. Komm nachher, du Zipfelklatscher. Ja. Ja. Jawohl, zweimal getroffen. Ja. Oh. Einmal getroffen, das ist schon gut. Schön einfach Zeit lassen. Zweimal. Dieser Arsch. Dieser blöde Arsch. Komm, sauf, sauf. Er ist zu langsam mit dem Trinken. Viel zu langsam mit dem Trinken. Da kann ich mich schon verstecken, wie ich möchte. Uiuiui, das wird heftig. Und dunkel ist es auch so sehr. Ich drücke immer falsch. Habe ich irgendwie einen Zauber, irgendein Begleiter, irgendwas, der mir, oder... Na. Mm-mm. Mann, aber ich bräuchte den. Den müssen wir echt probieren zu besiegen. Das wäre echt nicht schlecht. Du Arschgeige. Hey. Jawohl. Ha. Vielleicht klappt es ja so. Ja? Ja? Ja. Nein? Ja? Einfach mal ein bisschen glitschen, ne? Komm her, du Arschkopf. Und so viel zum Glitschen. Jetzt gehst du da rein. Ich wollte, dass er da reinkommt. Bist du hässlich? Ja, jetzt ist er wieder draußen. Zu meiner Freude. Ja? Schön Zeit lassen. Wow, wow. Wow. Jawohl. Jawohl. Von wegen Zeit lassen, ne? Sieben, sieben, sieben. Trink, trink, trink. Trink, trink, trink. Langsam. Zweimal. Ja. Gut. Na komm her, du Feigling. Ja, 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 jetzt habe ich da irgendwie ein Problemchen. Mann, komm her, du Mistviech. Hallo. Ja, ja. Zweimal. Nichts getroffen. Einmal. Jawohl, getroffen. Sauber. Jawohl. Jawohl. Dauert nur 12 Stunden, ich weiß. Aber den will ich jetzt tot sehen. Dreimal. 7, 7, 7. Trink, 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 trink. Och, du trinkst viel zu langsam. Das mit dem Saufen musst du noch lernen, Freund. Zweimal. Dreimal. Du Arschloch. Jawohl, wir haben auch dreimal getroffen. Naja, zumindest zweimal von drei. Jetzt trifft er schon wieder. Du Mistfink. Zweimal. Wieder die 7. Trink. Du bist ein Idiot. Echt. Gut, dann werde ich die Schmuckstücke jetzt ändern. Die Ringe und die Schmuckstücke, in der Hoffnung, dass es uns ein bisschen mehr schützt. Der hat ja keine Magie zum Glück. Zumindest noch nicht. Ich hoffe auch, dass er keine einsetzen wird.
Ach Gottchen. Also. Schutz vor Stichwaffe. Es ist eigentlich keine Stichwaffe, ne? Geschicklichkeit plus. Ist ja wurscht. Und Schutz vor Dingens, Stärke, Akrobatik, Axt, Hieb- und Klingendingens. Mehr Leben. Das tun wir weg. Mehr Lebensenergie. Hoffen wir, dass das klappt. Dass ich auch keine stärkere Waffe kriege. Ich meine, ich könnte es mit dem probieren, aber keine Ahnung. Das ist dann noch mein letzter Versuch. Hallo. Jawohl, zweimal getroffen. Komm nur, du Mistfink. Jawohl. Jawohl, zweimal. Ja. Nix. Okay. Schau nur so blöd. Ja, ja. Ja. Jawohl, getroffen. Ja. Oh, 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 oh. Das war nur Glück. Jawohl, getroffen. Jawohl. Ja, Grummel, ja. Grummel. Oh. Jawohl. Das war schön. Nicht schön. Uiuiuiui. Dreimal, ja. Das dauert wahrscheinlich den Rest des Parts, wahrscheinlich. Also des Twitch-Abends. Komm her. Das muss doch möglich sein, dass der abnippelt. Komm her. Ich glaube nämlich auch, dass der einen Teleporter-Dings für uns hat. Na komm. Wir brauchen das ja. Boah, bist du hartnäckig, du Mistviech. Zweimal nur? Was ist mit dir los? Bist du alt? Jawohl. Wie die grünes Blut haben, ne? Komm her. Zweimal? Jawohl, einmal getroffen. Naja. Jawohl. Na, komm schon. Dreimal. Du Mistfink. Scheiße. Acht. Acht! Das ist echt blöd. Ich kann nicht blocken und gleichzeitig wohl vielleicht doch. Ach, ist das scheiße. Habe ich jetzt ausgerüstet alles? Das gibt's ja nicht, dass der nicht zum Kleinkriegen ist. Die Waffe ist halt auch so schwach. Ja, die Waffe ist schuld. Ganz genau. Natürlich habe ich das nicht gesperrt. Du kommst weg und du kommst her. Oh je. Das müsste doch passen. Da. Alle guten Dinge sind 20. Es ist echt übel. Ich hasse dich, du Scheißviech. Ja, sicher trifft er 20 Mal. Jetzt komm. Das machst du aber einen Scherz, oder? Das, ja, ja, sicher. Ja. Ja, ja, dreimal wieder. Oh. Dum, dum, ding, dang, dong, ding, dang, dong. Ja, ja. Ja, ja. Lauf. 7.
Passt, wir sind wieder voll. Du Dreckschwein. Du echsenhaftes Dreckschwein. Ja. Alter, nippel ab. Ich hasse dich. Komm, nippel ab. Alter, du Saufig. Das Ganze rumschnuppern. Alter, trifft mich wieder. Na los. Ja, sicher. Zweimal, dreimal. Boah, jetzt hat er mich fast umgebracht. Diese kleine, miese Drecksau. Ja, ja, schlag den nur. Ich krieg dich schon noch. Boah, langsam, langsam, langsam. Und da ist natürlich so finster in dem Eck. Ja, ja. Wo willst du denn hin? Du feiger Priester, du. Ja. 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 Boah, ey. Ja. Hey. Ja, ja. Hey, wow. Ja. Arschkind. Entschuldigung. Arschechse, so muss ich sagen. Jawohl, dreimal getroffen. Alter, diesmal bringen wir dich um. Oder uns wieder. Bitte nicht. Jawohl. Komm. Ja, einmal noch. Oh, scheiße. Ja! Wuhu! Yeah! Sofort speichern. Sofort speichern. Er ist hin. Gott sei Dank, er ist hin. Ja, eine goldene Kristallscheibe. Das allererste. Supi. Nämlich einer der vier Scheiben, die uns noch fehlen tun. Eine magische Verbindung von Kristall und Metall. Wupp, 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 super. Punkt Nummer 2. Wir haben den Teleport zum Osttempel bekommen. Das ist auch super. Ein kleinen Heiltrank und ein bisschen, also ein paar Goldmünzen. Schön gemacht. Zur Feier des Tages machen wir auch gleich den Sarg auf. Ja. Was haben wir da drin? Einen Pokal, einen Lichtzauber und ein paar Pfeile. Sehr schön. Boah, ey, war das gerade schlimm. Na, aber es hat sich mehr als gelohnt. Wirklich wahr. Gut, der Sarg hat auch was drinnen. Der fungiert auch als eine Art Schatzkiste. Wieder ein Pokal und wieder ein Ring. Super. Oh, war das gerade heftig. Aber ich bin stolz auf uns. Wir haben es durchgebissen. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie spät haben wir es denn schon? Oh, gut, haben wir noch eine halbe Stunde, circa in etwa. Boah, Entschuldigung, dass das gerade so lang gedauert hat. Was? Ja, komm nur her, Skeletti. Es ist finster, ich hätte noch vorher... Ja. Ich hätte vorher noch Licht machen sollen, wollte ich eigentlich sagen. Ja. Alter. Ja. Oh. Wow, hey, willst du dich bitte mitdrehen, du Depp? Ah. Ja, sicher. Jetzt fragst du an einem Skelett, dein Ernst. Gott sei Dank habe ich gespeichert, ey. Jetzt verreckt der Depp an einem Skelett. Noob. So, ich hab's gesagt. Dann trink halt was. Runter mit dem Zeug. Und setz halt diesen blöden Lichtzauber ein. Wo ist er denn? Da. So, jetzt wird's wohl gehen. Boah, der Helm schaut furchtbar aus. Naja, was soll's. Hallo, Dreckskelett. Probieren wir es halt nochmal. Ja. Aha. Na, ja sicher. Jetzt bleibe ich da hängen. Ja. 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 So. Rei
rein ins Kreuz. So muss das ausschauen. Jawohl. Ja, dahin kann er sich nicht verteidigen. Wie fies, ich weiß. Ein paar Goldmünzen, Fackel und Gold haben wir bekommen. Also Goldmünzen halt, nicht diese Brocken, sondern Goldmünzen. So, was haben wir hier noch Feines? Eine Mana-Wurzel. Da drüben geht's auch weiter. Aha. Kein Obsidian zum Rausklopfen. Das ist halt echt schade. Hier haben wir wieder einen Sarg. Ja, natürlich ist da was drin. Zuerst. Au! Du Watschka. Mhm. So, weg mit dir. Dasselbe in grün wieder. Da ist nichts versteckt. Ja. Ich denke, ich werde mal so einen Trank opfern. Mhm. Einer müsste mal reichen. Ich hoffe nicht, dass hier auch noch Ghule sind. Beziehungsweise kommen wir hier, glaube ich, eh nicht weiter, ne? Oder? Müssten wir das mit diesem Levitieren schaffen? Ich weiß es gerade gar nicht. Rüberhüpfen wird sicher nicht sein, glaube ich. Wir könnten es mit diesem Levitationszauber probieren. Ob das funktioniert. Können wir uns da drüben weiter umschauen. So. Magie. Levitieren, wo bist du? Telekinese. Da. Schauen wir mal, ob es geht. Aha, da sinkst du natürlich runter, ist klar. Aha, okay. Nix da. Laden. Genau, das stimmt. Da verlor man an Höhe. An Höhe. Aber ich glaube, man kommt sowieso mal wieder darüber. Also da mal vorbei. Da drüben, drüben. Das müssten wir jetzt nicht unbedingt jetzt machen. Dürfte ich mich teleportieren? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Da musst du wieder draußen sein. Es geht! Wo haben wir Glück? Gratuliere, super. Sehr schön. Na, Burschen, alles gut mit euch? Hör mal, du Pfeife. Bitte was? Du solltest doch den Rückzug sichern. Hör mal, du Pfeife. Du solltest doch den Rückzug sichern. Da kamen so komische Geräusche aus dem Stollen. Komische Geräusche, ja? Das war ich, als ich mich mit den Untoten da unten geprügelt habe. Okay, okay. Tut mir leid, aber jetzt bist du ja hier. Ja, ganz große Klasse. Was hast du aus dem Tempel geborgen? Nicht viel. Diese paar Goldmünzen hier. Kannst gleich rüberwandern lassen. Aber... Quatsch nicht, her damit. Na gut, wie du willst, hier. Dankeschön, Arschkopf. Na, wie geht's euch, Burschen? Ich nehme an, du bist mit den Ausgrabungen nicht sehr weit gekommen. Nicht wirklich. Außer der alten Büste konnte ich in der kurzen Zeit nichts weiteres finden. Hm. Na gut. Wie schaut's bei dir aus? Wie liefen deine Ausgrabungen? Ich schätze, ich bin der Einzige, der überhaupt was einigermaßen Brauchbares gefunden hat. Es wird mir zwar keinen großen Ruhm einbringen, aber immerhin. Hier. Für deine Hilfe sollst du einen Teil von der Beute kriegen. Danke. Das ist aber nett. Ich habe da unten einen ziemlich mies gelaunten Echsenmenschen gesehen. Könnte es sein, dass Echsenmenschen diesen Tempel gebaut haben? Wäre möglich. Ich habe da unten sehr viele Götzen und Totems mit Echsengesichtern gesehen. Aber wenn du recht hast, dann wäre das schon sehr beunruhigend. Schau dir doch bloß mal an, welche beeindruckenden Bauten und Mechanismen sie da unten gebaut haben. Stell dir mal eine Armee von solchen hochintelligenten und gepanzerten Echsenkriegern vor. Ja. Wer sollte so eine Streitmacht aufhalten? Gute Frage. Wir dürfen das dann machen. Die kommen nämlich wirklich. Und was hast du noch im Tempel gefunden?
Nichts außer der Erkenntnis, dass eine Gittertür ein guter Schutz gegen die Ausgeburten der Hölle sein kann. Ich verdanke dir mein Leben. Ohne deinen Mut wäre ich da unten verhungert. Das nächste Mal werde ich mir sehr gut überlegen, ob ich wieder so tief in eine dieser Tempelruinen krieche. Gut. Das war's dann mit den Burschen hier, ne? Mit denen sind wir fertig. Schluss, aus, fertig. Schön, wo führt es uns als nächstes hin, ne, ist die Frage. Ich will immer noch zu diesem Druiden. Es ist so finster, ich würde auch gerne mal pennen gehen, ehrlich gesagt. Soll ich da jetzt drauf zu der Hütte hirschen? Das könnte man machen. Das könnten wir in der Tat tun. Ich glaube, das werden wir auch so machen. Wir werden da einfach schnurstracks raufgehen. Uns hinlegen. Und dann einen Weg suchen, wie wir zu diesem Druiden kommen können. Bin mir ehrlich gesagt einfache Truhe. Da bin ich auch fünfmal vorbeigelaufen, ne? Natürlich. Wow, mit Anhieb richtig mal. Super, Fackel und Heiltrank. Schön. Braucht man alles. Nehmen wir gerne mit. So, zu dem einen Häuschen. Den konnte man, glaube ich, auch hier lang. Ich glaube, es ist sogar schneller hier lang. Ja, ja, da ist es ja auch schon. Perfekt. Können wir uns mal ausruhen. Das haben wir uns eh verdient. Dann ist es auch gleich wieder hell. Und dann möchte ich gerne einen Weg finden, den Druiden zu besuchen. Oh, gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Das haben wir uns redlich verdient. Oh. Oh, da kracht es ja gleich so im Rücken. Das Bett war wohl doch etwas zu hart. Na fein. Boah, haben wir dieses Höllenloch auch geschafft. Am Anfang ist halt alles ein Höllenloch. Später, wenn man gut equipped ist, eine gute Waffe hat, eine gute Rüstung hat, haut man eh so gut wie alles weg. Aber die Wölfe waren jetzt vorher nicht da, oder? Da ist doch ein Wolf, ich spinne doch nicht, oder? Doch, doch. Natürlich spinnst du, Zocki. Danke, sehr nett. Na, Wolf. Weg mit dir. Au. Weg mit dir. Du auch. Au. Es ist schon gut. Du musst ja nur sterben. Drei sogar. Aha. Und kein Schwarzer? Das wundert mich jetzt aber. Das, also schwarzer Wolf, ne? Etwas. So. Da ist der nächste. Gut. Die waren doch vorher nicht da. Vielleicht fange ich hier wirklich zum Spinnen an. Da drüben hilft es uns nichts. Da müsste man einmal fertig sein. Ich muss echt nochmal auf die Karte schauen. Durch den Sumpf durch. Da müsste schon passen. Gut, da gehen wir halt durch den Sumpf durch. Durch den Sumpf. Hopp. Ich weiß noch so dunkel und ungefähr, wo der verehrte Druide wäre. Ja, was haben wir denn da? Ja, wie das so überdimensionale... Aua, Motten. Gelsen wollte ich jetzt sagen. Au! Ja, hart, wieder aggressiv wie kein zweiter, ne? Jawohl. Ja, komm schon. Dreimal gleich, ja. Der ist wieder schlecht gelaunt. Ja. Stört sich die Biester einmal beim Kaffeekränzchen, sind sie schon wieder schlecht gelaunt. Au. So, weggestorben. Passt. Looten, looten, looten. Was tut denn das wieder so komisch? Ist das dieser Rotwurm? Wahrscheinlich schmatzt er gerade bei irgendwas. Ii. Was haben wir da? Ui, das ist schon ein starkes Schloss. Ah, fast. Ja, so. Boah. Wir haben hier einen Trank. Das ist ein schöner Trank. Trank der Lebenskraft.
steigert die Lebensenergie dauerhaft. Maximale Lebensenergie plus 10. Den saufen wir gleich weg. Der kommt gleich, der wird gleich wieder verkehrt so. Der wird gleich nach hinten gekippt. Das bist du, ne? Also Bröstelchen. Streng gesehen können wir den auch saufen, aber den behalte ich noch auf, weil wenn wir noch vorhaben sollten, Geschicklichkeit zu lernen, werden wir irgendwann mal anstehen. Dann wird das richtig teuer und dann machen sich diese Tränke richtig bezahlt. Au, 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 au. Sag mal, spielst du, kannst nicht so zuhauen. Ja. So. Was? Der spinnt sich da drüben aus, okay. Der macht mich nervös. Den muss ich weghauen. Blub, blub, die ganze blub, blub. Als wenn irgendwer da Blähungen hätte oder Durchfall oder keine Ahnung was. Ein blub, blub, ein blub. Komm her. Ja, ja, du grausiges Viech. Zweimal gleich. Ja, ist klar. Würdest du bitte aufhören, nach rückwärts zu gehen, damit ich dich auch mal treffen kann? Ach, Viech, echt. Jetzt aber mal anschauen. Au, 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 au. Au, au, was ist mit dir? Ey, jetzt bist du so aggressiv. Will ich ja nur umhauen. Und deine Zähnchen und deine Krallen und deine, dein was weiß ich alles haben, dein Fleisch. Das nie wollen die Viecher mit ihren Hab und Gut teilen. Nie. So was Gieriges. Nein, ist kein Erz. Ja, ist denn schon wieder so ein Dreckswurm? Freilich. Trank. Ja, nehmen wir ein. Prost, auf euer Wohl. So, speichern wir auch nicht schlecht. Ist schon wieder länger her, dass wir gespeichert haben. So. Oh nee, eine Moorleiche. Ich hasse Moorleichen. Die mag ich gar nicht. Die sind so moorig und leichig. Na, würdest du ihn treffen? Ja. Er sagt noch ja. Motiviert ist er ja. Das sind mehrere von denen. Ich mag die nicht. Müssen aber leider auch weg. Okay. Ist vielleicht machbar. Wow, au, au, au. Jetzt kriege ich die Watschen, ne? Ist ja klar. Ja, ja, ist ja klar. Na, komm her, du Drantüte. Ja. Au. Am nächsten Mal haben die nicht so viel Damage, Gott sei Dank. Würdest du bitte abnippeln? Du grässlicher Aua. Du stinkender Haufen Schlamm. Ja, ja. Jawohl, die hintere ist mal weg. Komm, geh abnippeln. Au. Jawohl, sehr fein. Sehr fein. Das lief gut. Den Knüppel nehmen wir mit und du hast, glaube ich, einen Stab gehabt, ne? Also so einen Ast halt. Schön. Das ging gut. Das lief gut. Bin ich da bald mal aus dem depperten Sumpf draußen? Das kann ja nicht sein. Nur Sumpf. Schaut schon wieder verdächtig aus. Aber ist nichts, ne? Nö. Ah, schau, was man da, wer sich da liegen gelassen hätte. Schlimm, schlimm, schlimm. So, ein Trankelein nehmen wir noch. Und da muss ich wieder mal erstens speichern. Zweitens habe ich da hinten ein Viech gesehen. Und drittens muss ich mal wieder auf die Karte schauen. Gut, wenn ich da oben so lang gehen würde, würde man gleich rauskommen aus dem Sumpf. Was ist denn das? Ah, das ist wieder so ein Wurm.
Das hat gerade von der Seite so komisch ausgeschaut, schon fast wie so ein Resident Evil Zombie. Na. Ah, da sind wir wieder. Okay. Nase juckt. Dann seid ihr zuerst dran, ihr deppert das Ungeziefer. Kommt's denn her, scheiß Ungeziefer. Das sind gleich vier. Mhm. Ja, ja, reg dich nicht so auf. Ist schlecht für die für den Blutdruck. Komm her. Ja, ja, sicher sticht der Nachbar auch gleich zu, ne? Ist ja ganz klar. Ja, ja. Komm, stich nur. Du wirst nicht mehr lang. Au! Ich wollte gerade sagen, du wirst nicht mehr lange stechen, aber dabei hat er mich schon wieder erwischt. Na komm. Jawohl, der erste schon mal hin. Au, 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 ist ja schon gut. Da. Ja. Passt. Na, jetzt ist er getroffen. Wup, 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 wup. Yeah, Level aufgestiegen. Supi. So, du bist auch erledigt und jetzt bist nur noch du. Au. Du dreckiges Ungeziefer. Ja. Jawohl. Sauber. Looten, looten, looten. So, das Unkraut nehmen wir auch. Ich meine, das normale Kraut nehmen wir auch mit. Ja, ich denke, wieder speichern ist gut. Da muss ich mal auf die Uhr glubschen. Momentchen. Was? 11 ist schon? 22 Uhr 11, um Gottes Willen. Das dachte ich schon, was? Wie? Schande, dann ist für heute gleich Schluss. Oh oh. Oh je. Hallo, du Rottenwurm, du. Rottwurm. Komm her. Intensiver. Na los. Da bin ich froh, dass ich zu dem Osttempel dann nicht mehr runter muss. Beim ersten Mal durchspielen bin ich ja. Habe ich auch alles mit einmal erledigt, aber. Mir kam vor, ich hätte da schon eine bessere Rüstung gehabt. Oder irgendjemanden, der mir geholfen hätte, ich bin mir da nicht mehr sicher. Jetzt komm, lass dich umbringen. Mach's einem nicht so schwer, ha? Au. Au. Jetzt, Alter, jetzt nippel aber ab, ha? Ja, ja, zack, zack. Jetzt aber, Schluss mit dir. So ein blödes Viech. Knurrt da schon wieder was? Lauf. Da schaut jedenfalls alles sauber aus schon mal. Da ist noch ein schönes Kraut. Da drüben ist auch noch ein Kraut. Da muss ich wieder mal Karte schauen. Gleich mal. Blub, 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 blub. Karte schauen. Eigentlich müsste man da auch schon irgendwie rauskommen, wenn wir da geradeaus bleiben. Aber ich denke mal, dass das alles mit Klippen verbunden ist, weil ich glaube, da führt nur ein einziger Weg irgendwo raus. Oder wir haben auch Glück. Na freilich führt es wieder in einen Tempel. Oder zu einem Tempel. Warte mal. Von da sind wir ja gekommen, ne? Natürlich sind wir von da gekommen. Ja, wir sind jetzt einmal schön im Kreis gelaufen. Super. Trotzdem, ich glaube schon, dass es hier irgendwo mal rausging. Ich muss einfach mal suchen, ein bisschen, glaube ich. Vielleicht finden wir auch den einen oder anderen, das eine oder andere Erzvorkommen noch an. Ja, da bin ich da richtig. Nein, ne? Das war die eine Seite, wo es zu dem Osttempel ging. So. Da herüben ist das gewesen, genau. Grummelt schon wieder so komisch. Ich mag nicht, wenn es so grummelt. Aber ich glaube, da war nur eine blöde Bergkette. Aus der es leider kein Entkommen gab. Herrschaft Zeiten, wie bin ich denn dahin? Oh, da fällt mir gerade ein. Wahrscheinlich hätte ich müssen bei der Vulkanfestung, kann ich mir noch vorstellen, dass es dort weiterging. Oh, Moorleichen. Da wäre ich fast in die Moorleichen reingehüpft. Sind das drei? Ich glaube, das sind wirklich drei. Das sind drei Moorleichen. Spinnen sie?
fortsetzen. Hallo, ihr depperten Moorleichen. Dreimal triffst du mich? Spinnst du? Ja, der auch gleich zweimal. Sicher, wieso nicht? Null Problemo. Jawohl, getroffen haben wir was. Der hätte uns auch bald getroffen. Wie sich die mal von der Seite anschleichen wollen, diese miesen Fieslinge. Komm da her. Du Sau. Du wagst es. Jawohl, getroffen. Fast getroffen. Ich müsste mal einen Trank reinschütten. Ich nehme gleich einen großen. Oh je. In die Enge getrieben. Na, sauber. Das habe ich wieder super hinbekommen. Ja. Bah, die eine ist bald hin. Jawohl. Der eine hat sich schon mal abgenippelt. Puh. Alter. Halt's auf damit. Alter. Ja, ja. Komm daher. Jawohl, der ist erledigt. Komm her, bitte. Quatsch. Na los, komm, geh sterben. Ja. Ja, ja, sicher. Jetzt kann ich sterben gehen, oder was? Nix da. So. Unglaublich. So, da müsst ihr doch irgendwo... Ja, genau. Und wo geht's da drüben dann noch hin? Aha, da ist eine Höhle. Und da herüben ist nix. Da ist eine unschuldige Nautilus. Ein Lagerfeuer gibt's hier auch, okay. Und eine Schatztruhe, die machen wir noch auf. Oh Gott. Und nochmal von vorne. Natürlich. Der Dietrich ist hin. Der Dietrich ist abgebrochen. 1, 2, 3, 4. Wenigstens so ist einfach dann. Wir haben einen Kerzenleuchter, einen Flügel, kleiner Antimagie-Kristall und Kiefermeißel. Was kann dieser Antimagie-Kristall? Gefragt bei Goldschmieden. Man kann Ringe daraus herstellen. Gehe mit folgenden Zutaten zu Goldschmiede. Wir bräuchten 5 Goldbrocken, einen kleinen Antimagie-Kristall und benötigte Schmieden 1. Hätten wir sogar alles. Könnten wir machen. Könnten wir machen. Na, großartig. Jetzt ist die Frage, soll man nochmal 1,5 Stunden draufsetzen? Oder soll man das... Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Okay. Nein. Passt. Ich muss morgen auch etwas früh raus aus den Federn. Ich muss morgen noch wohin fahren tun. Na, dann würde ich sagen... Ja, wann macht man den nächsten Twitch-Abend, ne? Ich traue es mir fast nicht anzukündigen, da ich wieder Sorge habe, dass mir da was dazwischen kommt. Aber am liebsten wäre es mir wieder Samstagabend was zu machen. Weil da könnte man dann... Wow, Skelette, um Gottes Willen. Weil da könnte man nämlich auch ohne weiteres 3... Ja, sicher rennen die mir jetzt nach. Da könnte man ohne weiteres 3 Folgen machen. Also YouTube-Folgen, also insgesamt 3, 4, 4,5 Stunden was machen. Kommt die noch nach? Nö, ich bleib lieber hier. Ich bleib lieber hier, jetzt setz mich auf die Bank hin, auf die Morsche. So, bis zum Samstag halt. Also wie gesagt, ich möchte gern am Samstag wieder twitchen. Samstagabend, ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Sollte was dazwischen kommen, werde ich es auf Facebook bekannt geben, was wir machen tun. Dann wird es wahrscheinlich wieder ein Dienstag werden. Aber ich hoffe sehr, dass nichts dazwischen kommt und dass man dann vielleicht insgesamt 4,5 Stunden twitchen könnte. Das wäre mir mehr als lieb. Na gut. Ich würde sagen, da machen wir Schluss für heute. Wir sind ja eh nicht so schlecht vorangekommen.
Auch wenn der Echsenmensch mir da ein paar Nerven gekostet hat. Aber die regenerieren sich ja schon wieder, keine Sorge. Und bis zum nächsten Twitch sind sie wieder vollständig da, meine Nerven. Aber trotzdem, ich hoffe sehr, dass ihr Spaß hattet. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Auch wenn es zwischendurch mehr was zum Konzentrieren gab oder ich mich mal wieder ärgern musste, ist wurscht. Das ist alles wert, sag ich mal. Also trotz allem freue ich mich nach wie vor sehr übers Twitchen, über Risen. Und ja, wenn man was geschafft hat, ein Hindernis überwunden hat, dann freut man sich ja gleich doppelt so viel. Jo. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und wir sehen uns voraussichtlich dann kommenden Samstag wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und einen schönen Abend, eine gute Nacht euch allen. Tschüssi!